Kinder sind sehr durch das Stottern eingeschränkt und behalten bereits in diesem jungen Alter 50 bis 80% dessen, was sie sagen möchten, für sich. Ich bin Mio, 10 Jahre alt. Und wie findest du Stottern? Blöd und vor allem nervig in vielen Situationen. Vielleicht beim Bäcker manchmal. Nach vielen Tagen eher ergebnisloser Ausschau nach einem Schiff baute er sich eine kleine Hütte aus Holz. Tag für Tag hielt er Ausschau nach einem Schiff am Horizont. Nach vielen Tagen ergebnisloser Ausschau nach einem Schiff baute er sich eine kleine Hütte aus Holz. Ich hatte ja vor allem in der Grundschule immer einen großen Ehrgeiz, sage ich jetzt mal. Und man wollte es halt immer können, aber man konnte es halt nicht. Und natürlich hat man sich dadurch halt irgendwie klein gefühlt, wie als wenn man so in der, sag mal, 10. Klasse, aber du wirst halt wie ein 5-Jähriger behandelt, so halt. Wir hatten halt jetzt einfach in Englisch und Deutsch, hatten wir jetzt zum Beispiel Lesenoten gemacht und ich hatte bei beiden Fächern halt eine 1- in Englisch und Deutsch und also ich bin dann schon immer, bevor ich halt vor der Klasse lese, immer noch nervös, das hat man halt einfach noch so, aber irgendwie, also man freut sich halt dann trotzdem irgendwie, man ist so, also damals wollte man es halt gar nicht im Mittelpunkt stehen, jetzt freut man sich irgendwie drüber, so. Ich freue mich halt einfach total und bin halt einfach total glücklich und der Tag ist halt auch irgendwie schöner, weil man hat auch was halt was Gutes zu erzählen zu Hause dann halt.